Hallo Leute, hier ist euer GXC Snipeman. Ihr gönnt euch heute ein ganzes 3 Minuten Gameplay von mir auf Countdown. Ich spiele MLG CTF mit Zero Bloom und No Sprint. Das Update sollte eigentlich schon am 1. Dezember kommen. Es kam dann am 6. verspätet, aber so war die Vorfreude natürlich noch größer. Ich habe, also das Gameplay, will ich schon mal vornherein sagen, ist nichts Besonderes. Es sind keine übermäßigen guten Kills dabei. Ich habe keine lange Killstreak. Ich habe nicht ein hohes Plus mit 20 oder so. Nein, ich bin minus 2 gegangen. Und es ist mir scheißegal. Denn ihr müsst auf die Gegner achten. Ich spiele gegen Neighbor, One Strong Side, gegen Arcanum und gegen Letual. Die ersten beiden sind die bekanntesten, halt Neighbor und Strong Side. Das sind alle vier MEG Pros. Also, wer nicht weiß, was ein MEG Pro ist, MEG Pro sind die Leute, die auf Tournaments spielen und auf Turnieren über Hunderttausende von Dollar gewinnen können, ihre eigenen Livestreams haben, also die Leute, die richtig abkassieren mit Halo Reach. Und wie gesagt, ich habe sie gefunden. Leider mit Randoms, also mit drei zufälligen Leuten, da keiner aus meinem Clan Zeit hatte. Der eine musste essen, der andere hat was für seine Freundin erledigt. Die waren am Ende auch, einige waren ziemlich neidisch, dass sie leider nicht dabei waren bei dem Spiel. Weil, wie gesagt, es ist halt eine Ehre, gegen MEG Pros zu spielen. Und ich habe schon auf YouTube ein paar Videos gesehen gehabt, wo jemand also gegen solche MEG Pros gespielt hat. Und ich fand es so erbärmlich, wenn er ihn einmal gekillt hat, ist er sofort zu ihm hingegangen und hat ihn geteabaggt, ey. Ich kann es echt nicht verstehen. Sie können mal froh sein, dass sich solche Pros wie Snipedown, Strong Side, Pistola und die ganzen anderen überhaupt auf uns einlassen. Und niemand mag es, jetzt mal geteabaggt zu werden. Und dann noch ein Pro zu teabaggen, ist doch wirklich das Ärmste, was es gibt. Also generell teabaggen finde ich arm einfach. Man sollte jedem Spieler mit Respekt gegenübertreten und ihm einfach zeigen, ja, ich habe dich zwar gekillt, ich freue mich darüber, aber es ist nicht so, dass ich dich dafür verarsche oder so. Also ich finde Teabaggen einfach unnötig, sollte man generell entfernen, aber außerhalb beim Strafen ist es dann natürlich nützlich. Aber egal. Wie gesagt, ich werde hier hart abgezogen von den Pros. Nicht so krass wie meine anderen Teammates, aber trotzdem noch sehr extrem. Ich werde noch die Bungee-Stats dann unten halt in die Beschreibung packen, wo ihr euch dann die einzelnen Stats angucken könnt. Ja, da werdet ihr dann sehen, dass ich minus 2 gegangen bin und die ganzen MEG Pros natürlich plus. Sie haben hier so schnell die Flag gepusht, wie gesagt, dass das Spiel bereits nach 3 Minuten vorbei ist, haben sie alle 5 Flags reingebracht. Also hartes FTW-Spielen, wie man es eigentlich machen sollte in MEG. Und da bringt der Letchul die letzte Flag rein und das war's auch schon. Und hiermit verabschiede ich mich. GGC, FTW.